Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal im großen Gefängnis da hinten und beziehungsweise auf der anderen Seeseite und haben da Maria und Eddie verloren. Eddie haben wir selber getötet. Maria wurde getötet. Zum zweiten Mal im Spiel. Und jetzt müssen wir einfach hier, sind wir hier angedockt beim letzten Mal, sind über den See gefahren. Wir sind jetzt hier in diesem Lakeview Hotel. Okay, das kann spannend werden, tatsächlich. Ich sehe wieder sehr viele Räume auf uns zukommen. So. Ach, dieser Nebel hier, meine Güte. Hier sind überall Türen. Ah, ne, hier kann man gar nicht hin. Okay, kann man hier raus? Ne, die wollen nicht, dass wir hier irgendwie rumstapfen, sondern die wollen, dass wir direkt in die Action gehen. Ja, toll. Ups, sorry. Hat keiner gehört. Ah, was? Da ist ein Brunnen in der Gestalt eines Vogels. Im Moment kommt kein Wasser heraus. Ah, da ist dieses Licht wieder, was wir gesehen haben. Ja, okay, aber hier sind wir ja hergekommen. Gut. Okay, das heißt, wir gucken uns jetzt noch kurz hier rechts um und wenn hier nichts ist, gehen wir rein in die Action. Tatsächlich nicht. Hier ist nichts. Okay. Also dann. Hotel Lakeview. Wir sind da. Keine Karte. Aber da hängt eine Karte. Jupp. Waiting for you. Ich warte auf dich. Was ist das? Zimmer 312. Das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Mary, bist du hier? Oder vielleicht... Ich habe eine Karte des Hotels für Gäste. Was ist das für eine komische Pupsmusik im Hintergrund? Das ist ein bisschen... was ist das für eine Furzmusik? Das hört sich geil an. Aber wir haben wieder jede Menge Räume. Gut, Café Toluca. Kaputt. Geht wieder los, ne? Oh, diese Furzmusik im Hintergrund. Sorry, aber das ist so lustig. So, was? Was? Hier hängt ein Gemälde. Es ist nichts Ungewöhnliches daran. Daran auch nicht. Daran auch nicht. Mülltonne vielleicht? Das hier ist die Lobby. Ah, die Lobby. Fühl mich irgendwie so ein bisschen wie bei Resident Evil gerade. Ah, da ist eine rechteckige Vertiefung. Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem etwas eingraviert ist. Platz der Prinzessin, die um Mitternacht floh. Willst du die Spieldose spielen lassen? Ach, wie cool. Das klingt nicht ganz richtig. Ist die Spieldose kaputt oder vielleicht? Okay, definitiv Resident Evil 3 Vibes hier. Da gab es auch so ein Spielorätsel und die Atmosphäre ist tatsächlich ähnlich. Nur die Furzmusik im Hintergrund. Ja, ja. Mr. James Sunderland, das Videoband, das Sie vergessen haben, wird im Büro im ersten Stock aufbewahrt. Okay, das Video. Diese Mucke, ey. So. okay. Das heißt, die ist auf? Okay. Das ist also die Lobby, Giftshop. Gucken wir mal, ob im Geschenkeladen hier, ob da irgendwas ist. Ein Schlüssel. Ist hier kein Schlüssel? Doch, da ist doch einer. Zimmer 312. Der Schlüssel zu dem Mary. Der Schlüssel zu dem Zimmer, das Mary und ich. Gibt es nichts, was besonders nützlich ist. Telefon scheint kaputt zu sein. Das ist kaputt. Warte mal, da ist noch so ein Bild. Da hängt doch was dran. Ist doch nicht okay. Boah, jetzt hör mal auf zu furzen da im Hintergrund. Oh, weil das ist kaputt. Okay. Die ist wahrscheinlich auch zu, ne? Ich kann das Hotel noch nicht verlassen. Okay.
Ach, guck, da ist ein Speicherpunkt. Bedankt. Okay. Gut. Das heißt, du bist hier wieder raus. Und uns mal den Rest des Hotels anschauen. Okay. Toluca. Das ist kaputt. Da ging es ja rein in die Lobby, okay. Da ist ein Aufzug. Das war klar, dass da noch nichts geht. Auf jeden Fall sehr stylisch alles hier. Gut. Da kommt man rein. Okay, was ist das hier für ein Raum? Ein Restaurant. Okay. Darf natürlich ein Hotel hier nicht fehlen. Ach, guck mal, da liegt noch Besteck auf dem Tisch. Was ist denn das für eine Sauerei? Hä? Ich habe den Schlüssel Fisch. Ein leerer Teller und ein Messer und eine Gabel. Das ist alles. Nichts Interessantes. Und leises Furzen im Hintergrund. Oh Gott. Was zur... Ach, okay. Die. You did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Ja, jetzt gibt's uns auf einmal den Brief, ne? Diese Göre. Okay. Ah. Sie scheint langsam zur Vernunft zu kommen. Aber schauen, lesen wir uns mal den Brief durch. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht so streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir, aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Und sie rennt wieder weg. Mensch, Kinder in diesem Spiel. So wirklich. Aber interessant, so wartet mal. Das ist wie die Furzmusik im Hintergrund. Haben wir hier. Wir haben hier diese beiden. Zimmer 312, genau. Und wir haben jetzt hier diesen Fischschlüssel. Auf dem Tisch im Restaurant. Lauras Brief, so. Prüfen, genau. Ich hätte gerne... Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Okay, das haben wir dann verpasst. Okay, ja, wie gesagt, Was? Hier ist ein Klavier. Ich erinnere mich daran, wie gerne Mary Klavier spielte. Sie war nicht besonders gut, aber ich habe ihr trotzdem immer gerne zugehört. Das ist so lange her, noch bevor wir heirateten. Warum denke ich jetzt daran?
Ja, weil hier Mary sein soll, aber irgendwie doch nicht. Es ist Silent Hill, also da kann man wirklich davon ausgehen, dass sie nicht hier ist. Okay. Wir gehen wieder raus und was ist hier? Was? Das hört sich heftig an. Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was ist das denn für... Was sind das denn für neue Gegner jetzt hier? Boah, wie eklig. Ach, das sind diese... Uiuiui. Das sind diese Lippenviecher. Ach nö, die rennen jetzt überall hier rum. Oh nein, bitte nicht, ey. Lass mich in Ruhe. Nicht diese Lippenteile. Ach Mann. Geh einfach kaputt. Shit. Okay. Geradeaus haben wir noch ein Klo und eine Tür. Okay, und Furzmusik im Hintergrund. Okay, und eine Tür. Auch kaputt. Okay, das heißt, wir müssen. Können das hier nochmal versuchen? Ach! Hä? Da ist scheinbar eine Tür gewesen, okay. Aber dafür nehme ich jetzt eine Pistole in die Hand. Okay, das sind ja Gegner, die wir kennen. So, das sind ja Gegner, die wir kennen. Na, das ist ja kaputt, kaputt. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. Ah, dreht ihn kaputt. Kaputt. Klopapier. Oh, und jede Menge Buddy. Toilettenpapier. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, wärst du mal in Deutschland im Jahr 2020 gewesen, da hättest du Klopapier dringender gebraucht. Ein Wäschewagen. Ist nichts Nützliches drin. Ja, okay. Ist noch irgendwas hier? Klopapier. Ein Pappkarton. Es ist nichts drin. Okay, das ist einfach so ein Bonusraum gewesen. Ach, cool. Okay. Einfach ein Bonus versteckt hier mit Muni. Okay, nice. Das heißt, wir müssen tatsächlich entweder hoch oder runter. Wo geht's denn hier hin? Ach, soll man hoch oder runter? Ich gehe erstmal hoch. Mal gucken. Es wäre jetzt geil, wenn jetzt eine Treppenszene wie bei Resident Evil kommt, ja. So, die Furzmusik ist weg. Ist schon mal gut. Wartet mal, wir gucken uns das so strukturiert wie möglich an. Was ist das denn hier? Ein Tarnraum? Okay. Kaputt. Da kommt mal rein, Stuff. Wandskasten, vielen Dank. Da ist nichts in der Schublade. Da ist aber doch so ein. Okay. Sonst hier irgendwas? Munition nochmal. Noch mehr. Meine Güte. Die schaufeln uns hier zu mit Buddy. Die Aktentasche ist verschlossen. Wie Schlüssel vielleicht? Ja. Ganz genau. Ach, guck mal, da haben wir noch ein Schlüssel. Zimmer 204. Das finde ich auch so geil an diesem Spiel. Du kriegst einen Schlüssel. Brauchst den für was anderes, kriegst einen anderen Schlüssel. Richtig cool. So, ich kann im Hörer nichts hören, ob die Telefonleitung vielleicht durchschnitten ist. Möglich, James, möglich. So, das war's aber hier. Schauen wir uns noch die Tür hier an. Gar nichts. Da ist ein Buch, es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Das ist schon wieder Munition. Hier gibt es Touristenbroschüren. Ich bin daran jetzt nicht interessiert. Ach, warum denn nicht? Ein bisschen was mehr erfahren hier, das war ja noch schon nice.
Da ist ein Buch, das sehe ich noch, sonst könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Bücherregal, ja, kennt man doch alles aus Resident Evil. Schrotpatronen. Ah, da liegt noch so ein Tonikum da. Gesundheitstrink. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher gelesen. Keines von ihnen hat mir je etwas genützt. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht. Du willst aber auch gar nichts lesen, ne? Du bist echt lesefaul. Ja gut, ich auch. Ich auch. Okay. Da vorne nochmal Munition. Mein Gott. Wir werden hier echt zugeballert mit Modi. Ein Bild dieses Hotels. Okay. Das heißt, los. Kaputt. Kaputt. Da kommen wir sogar rein jetzt. Ach, okay. Okay, das sind wieder so welche. Das heißt, wir nehmen wieder die Schrotflinte in die Hand. Und neu laden, bitte. So, weil die müssen wir mit der Schrot machen. Da habe ich keinen Bock drauf mit der Pistole, wirklich nicht. Weil die sind heftig. Ah, guckt euch die an. Richtig widerlich. Das Gute ist ja, dass man mit der Schrotflinte 2 trifft. Schaut euch das an. Da kann man auch effizienter damit umgehen. So. Was machst du? So. Kaputt treten. Kaputt treten. An diesen Schuh. Okay. Zum Glück haben wir noch mehr als genug Budi hierfür. 111 Schrotschuss, 169 Pistolenschuss, 36 Jagdgewehrschuss. Könnte ganz knapp reichen. Selbst beim Silent Hill bin ich mir sicher, dass das ausreicht. So, wir haben die Zimmer. 205. Was ist das hier? Ist nichts, okay. 204. Okay. Das ist ja noch nicht das Zimmer, wo wir rein müssen. Aber... Schlüssel? Was ist das? Was? Was, was, was? Schlüssel zum... Was war das? Mann, ich drücke immer zu schnell. Da. Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Okay. Cool. In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes. Boah, ist das runtergekommen. Ja, ist das widerlich. Hier würde ich auch nicht gerne wohnen, Leute. Aber müssen wir mal erwarten. So, was ist das hier? Ah, wieder ein Rätsel. Hier. Krossen. Okay, wir müssen ein vierstelliges Wort finden. Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Was ist das? Ein Teil des Fotos wurde mit einem Markierstift übermalt. Ja, okay. Müssen wir jetzt irgendwas finden, um die Farbe da wegzumachen? Oder was ist hier los? Ist noch eine Tür? Nein. Kann man auch nichts machen? Aha, ist sogar eingezeichnet. Okay. Jetzt ist sie offen. Ah, okay, das sind zwei verschiedene Zimmer. Okay, dann gucke ich noch mal, ob wir da vorne in das Klo können. Ja? Aber auch nicht, okay. Na gut, eine etwas andere Methode, die Zimmer miteinander zu verbinden. So. Okay, das ist kaputt. 214 müssen wir, ne? Rechts war das, ja. 203, auch kaputt. Okay, das heißt, wir haben den Flügel hier abgeschlossen. Alter! Mensch, Spiel, was ist... Oh, da heult jemand. Dieses Spiel, ne? Das macht mich verrückt. Das macht mich einfach verrückt. Halle? Wartet mal. Wie kommen wir denn da hin? Ah, okay, nee, stopp. Falsch hier laufen. Wir müssen einmal hier lang.
hier ist die Force-Musik wieder. Ey, geil! Resident Evil-Style! Und wir sind in der großen Haupthalle. Cool! Wie cool! So, okay, Halle. Kaputt. Da kommt man rein, okay. Da ist ein Tonikum. Und noch Ballmunition. Und der Aufzug funktioniert nicht. Okay, obwohl wir den Schlüssel dazu haben. Wir sind... Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Da war noch irgendein Zimmer in der Halle. Der Furzmusik. Geh mal die Treppe runter. Ach, das ist geil jetzt. Richtig Resident Evil Vibes hier. So. Aber wie kommt man denn da... Wie kommt man denn da hin? Hall Anthem. Oder auch immer. Immerhin kommt hier keine Ladesequenz. Ja. Das wäre es noch gewesen. So, wie kommt man da hin? Da kommt man gar nicht hin, habe ich das Gefühl. Durch diesen Cloak? Aber... wie kommt man da hin? Egal. Mr. Watt, ich gehe jetzt einmal zurück. Und schaue mir das Zimmer 240 gleich an. Ja, wo angeblich James mit Mary eine tolle Nacht hat. Ach, das ist der Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Okay, den möchte ich aber tatsächlich noch nicht benutzen. Ich mich erstmal hier weiter umschauen. Die sind alle kaputt. Wie jetzt? Ist kaputt oder was? Zu? Schade, das heißt, wir müssen den Aufzug benutzen. Okay. Hä? Das war ja auch der hier. Ich Idiot. Okay. Speicherpunkt. Dankeschön. Kiste ist leer. Zwei Tonikums. Hier hängen einige Notizen, aber es steht nicht im Zentrantes darauf. Okay. Ich sehe den Schrank. Das Regal ist leer. Oh Gott. Boah, wie erschrocken. Alter, wie... Nein, das wollte ich gar nicht. Boah, wie erschrocken. Oh Gott. Nochmal speichern. So. Ja, ist ja gut. Wait allowance one person. Drittes. Ich kann da gar nichts machen. Okay. Über den Knopf steht etwas geschrieben. Was ist das? Maximale Traglast eine Person. Das heißt, wir sind zu schwer, oder was? Wir sind zu schwer? Das kann ja wohl nicht wahr sein. James ist doch ein Fliegengewicht. Jetzt mal ehrlich. Ja, mach doch zu. Hallo? Er macht gar nichts. Okay. Okay, es geht nicht. Wir sind zu schwer, wir sind zu fett. Okay. Interessanter Aufzug auf jeden Fall. Und wenn keiner drin ist, sagt er trotzdem eine Person. Nichts machen. Okay, dann gucken wir nochmal im Treppenhaus. Das ist kaputt. Genau, da war doch ein Treppenhaus. Genau, hier können wir noch hoch. Genau. Aber hier ist zu. Waiting for you. Ja, 312 war es, nicht 214. Okay, das heißt, wir müssen da vielleicht nochmal bei diesem Cloakroom da was machen. Was? Was? Irgendjemand... Hä? Irgendjemand hat unseren Namen gerufen. Okay. Da bin ich leider zu schnell tatsächlich wieder rausgerannt. Hä?
Dieser komische Cloak. Kann man hier noch irgendwas tun? Wartet mal. Gehen wir mal hier? Nee. Was kann man denn hier noch? Ah, nee. Vielleicht im Keller? Okay, wir müssen zurück in die Lobby. Okay, irgendeine Frau hat unseren Namen gerufen. Das ist wahrscheinlich Mary. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Mary ist oder ob sie uns da wieder aufs Korn nehmen wollen. Auf jeden Fall habe ich mich fett erschrocken, ja. Hä? Ich bin irgendwie total verwirrt hier. Andere Richtung. Okay, einmal runter. In den Keller. Alter, ja. Okay. Ich meine, wir haben ja genug. So. Das Ding kann gerne liegen bleiben. So. Da ist eine Vase, die ist für mich jetzt nicht vernutzt. Oh, okay. Okay, ausrüsten und neu laden, bitte. Und schieß drauf. Das sind Mannequin-Monster, okay. Okay. Okay, drüben wird wieder telefoniert. Aber ich glaube, das hört ihn nicht. So, dann haben wir hier wieder Klos. Aber die sind alle zu. So, was haben wir denn hier unten noch? Ein Aufzug und Bar Venus Tiers. Okay. Dann gucken wir mal nach der Bar und dem Aufzug. Ist die Bar, dann ist der Aufzug. Der ist sogar offen. Okay, aber wir gucken erstmal hier. Abgeschlossen. Oh oh. Ich habe eine Dose mit Verdünner. Kann man den hier jetzt benutzen oder was? Kann man nicht benutzen? Nein. Und hier wird wieder ein komisches Geräusch. Eine Dose mit Verdünner. Kleine Dose mit Verdünner, sie lag im Aufzug. Okay. Mysteriös auf jeden Fall. Vielleicht ein Schlüssel hier benutzen. Das gut, der kann nicht funktionieren. Meine Frist ist schon 23:30. Wow. Wie schnell die Zeit wieder rumgeht bei diesem Spiel, ist unglaublich. So, gut, am Keller war nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Kann man vielleicht jetzt hier vorne? Verdünner. Das ist kaputt. Immer noch. Vituka. Wo geht es jetzt weiter? Das da oben ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung. Mach mal hoch. Dann nochmal hier in dieses letzte Zimmer da hinten. Vielleicht. So. Dass man hier bei diesem Rätsel vielleicht nochmal irgendwas machen muss. Ach, aber okay, meine Uhr hat eben geklingelt. Okay, liebe Freunde. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ja. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.